Bei Capture the Flag müssen die Spieler den Banner des Gegners erobern und in ihre Base bringen. Zu Beginn spawnen alle Spieler in ihrer Basis und können sich Equipment bei den zufällig befüllten Rüstungsständen besorgen. Neben Waffen und Rüstung gibt es dort auch Blöcke, die überall in der Welt platziert werden können. Abbauen kann man diese Blöcke mit jedem beliebigen Item in der Hand. Die Grundbasis oder das Gras kann man jedoch nicht abbauen. Alle Blöcke droppen außerdem keine Items. Sobald man in die Basis des Gegners eingedrungen ist und die Flagge erobert hat, wird man ein wenig verlangsamt und muss die Flagge mit Hilfe seines Teams an den Punkt der eigenen Flagge bringen. Ist das geschafft, bekommt das Team einen Punkt. Eine Abgabe ist jedoch nur dann möglich, wenn sich die eigene Flagge noch in der Basis befindet. Sobald der Flaggenträger stirbt, gelangt die Flagge wieder zurück an ihren Ursprungsort. Sterben kann man nicht nur durch klassische Kämpfe, sondern auch, indem man zum Beispiel in eine der beiden Schluchten fällt. Das Spiel endet nach 10 Minuten oder wenn ein Team 3 Punkte erreicht hat. Die Schwierigkeit ist auf normal gestellt, man bekommt jedoch keinen Hunger.